Ja, Light Poesis ist entstanden im ganz engen Austausch mit Tony Craig. Und als wir so vor 4,5 Jahren angefangen haben, das erste Mal darüber nachzudenken, was man hier machen könnte, kam die Idee, eigentlich in diese Ausstellungspavillons keine Exponate einzubringen, sondern eine Methode, Apparatur zu entwickeln, die in der Lage ist, die Natur, das Außen nach innen zu holen. Und da spielt das Licht natürlich eine ganz zentrale Rolle, dieser minimalistischen Figur, dass man so fast so Kimmer und Korn so mit innen und außen in Beziehung kommt. Man sieht ja auch diese Geisterlichter, die sich multiplizieren durch die Reflexion der Scheiben. Und dann natürlich die Spiegel, die sozusagen das, ja, die Situation einfangen. Plötzlich kann man so ganz entspannt in diesem Spiegelausschnitt sozusagen jetzt die belaubte Situation irgendwie ganz gut betrachten. Und das ja, beruhigt vielleicht so ein bisschen und konzentriert und gibt einen neuen Blick auf den Park. Und ich glaube, ich möchte auch hier einfach darauf verweisen, dass die künstlerische Methode im Vordergrund steht und die Technik ist sozusagen das Arrangement, das ist sozusagen das Equipment, was es braucht, um diese Inszenierung in Kraft zu setzen.